Hallo Internet! Bei Fujifilm hat es einen ordentlichen Schlag getan. Im Januar wurde die Fujifilm GFX 100S vorgestellt. Ich habe hier eine Fujifilm GFX 100S und genau darüber werde ich heute mit euch sprechen. Fujifilm war so freundlich, mir die Kamera für ein paar Tage kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ich werde für das Video nicht bezahlt und ich darf natürlich wie immer meine ganz ehrliche Meinung sagen. Noch ein zusätzlichen kleinen Disclaimer, ich konnte mit der Kamera nicht ganz so viel Zeit verbringen, wie ich gerne gewollt hätte. Weil 24 Stunden nachdem ich die Kamera bekommen habe, hat meine Frau unseren kleinen Sohn zur Welt gebracht. Glückwünsche dazu gerne unten in die Kommentare. Es kann also sein, dass ich ein bisschen müde wirke, das Video nicht ganz so tight ist und ein paar mehr Äs und Ös drin sind als sonst. Ich will euch aber unbedingt einen ersten Einblick in die Kamera und meine Meinung dazu bieten. Kommen wir zu dem, was als allererstes auffällt, das Gehäuse der Kamera. Ich habe die Kamera in die Hand genommen und mein erster Gedanke war digitale Spiegelreflexkamera. Von der Form des Gehäuses, die Größe des Gehäuses, das Gewicht des Gehäuses, nichts davon sagt Mittelformatkamera. Alles sagt digitale Spiegelreflexkamera. Die Kamera ist, vor allem wenn man den Vergleich hat zu anderen Mittelformatsystemen, unfassbar klein, unfassbar handlich, unfassbar gut bedienbar, wenn man mit einer Hasselblad oder einer Phase One mal gearbeitet hat. Das ist überhaupt kein Vergleich dazu. Hier bricht wirklich eine andere Zeit an für Mittelformatkameras. Der beste Vergleich, den man vielleicht machen kann, ist zum Beispiel zu einer Canon 5DS. Extrem hohe Auflösung in einem kompakten Gehäuse. Genau das kann eben diese GFX 100S auch, aber mit 100 Megapixeln und eben einem noch größeren Sensor. Insgesamt macht das Gehäuse einen super stabilen Eindruck. Da hatte ich aber auch ehrlich gesagt gar nichts anderes erwartet. Die neue Belederung ist schön geworden. Ich finde die spannend und interessant. Die ist anders hier an den anderen Fujifilm-Kameras. Gefällt mir ehrlich gesagt auch besser. Würde ich mir wünschen, dass es an die anderen Kameras in Zukunft auch die Belederung hinschafft. Größter Pluspunkt an der GFX 100S gegenüber meiner 50R ist sicherlich das Handling. Die liegt super an der Hand, die GFX 100S. Sie hat einen großen, ordentlichen Griff, vergleichbar mit dem, den wir zum Beispiel bei der XH1 gesehen haben oder an der XS10. Wir haben hier auch eine Griffmulde vorne drin, dass hier der Mittelfinger reingreifen kann. Und wenn gerade große Objektive dran sind, liegt die Kamera selbst in einer Hand super in der Hand. Ich kann einfach so aus dem Handgelenk raus mit der Kamera fotografieren. Auch da wieder der Vergleich zu anderen Mittelformatsystemen, das ist mit einer anderen Mittelformatkamera eigentlich nicht möglich, ohne sich das Handgelenk wirklich böse zu verletzen. Auch die Daumenmulde hinten ist wirklich gut ausgeformt und auch da, Daumen sitzt fest dran. Man kann auch im Hochformat wunderbar damit arbeiten. Vor allem deshalb wichtig, weil es für die GFX 100S keinen Hochformatgriff geben wird. Das Klappdisplay hinten dran entspricht dem der GFX 50S. Ich kann es ausklappen nach oben, ich kann es nach unten wegklappen, ich kann es genauso auch zur Seite wegklappen. Eine große Verbesserung aber gegenüber der X-T3 und X-T4 zum Beispiel, wenn ich das Display nach oben klappe, kann ich es nach hinten zu mir herziehen. Sprich, ich kann am Sucher oben vorbeischauen und sehe trotzdem das ganze Display, wenn ich von oben in die Kamera reinschaue. Sehr gutes, kleines Detailfeature, an das Fujifilm hier gedacht hat. Jedes Mal, wenn man die GFX 100S in die Hand nimmt, muss man sich wirklich aktiv daran erinnern, das ist eine Mittelformatkamera mit 100 Megapixeln. Weil rein vom Gehäuse wird es nicht vermittelt, wie viel Power man hier tatsächlich in der Hand hat. Das Bedienkonzept der Kamera hat sich auch geändert gegenüber den GFX-Kameras und auch gegenüber den meisten X-Series-Kameras. Auch hier hat jetzt, wie bei der Fujifilm XS10, das PASM-Wahlrad seinen Einzug gehalten. Sprich, ich kann hier oben auf diesem linken Wahlrad zwischen den PAS und M-Modi umschalten und ich habe zusätzlich 6 Custom Settings, die ich direkt hier einfach durch Drehen an der Kamera direkt abrufen kann. Hier wurde also das Konzept, was zuletzt bei der XS10 vorgestellt worden ist, konsequent weitergedacht. Zudem sind hier aber auch die anderen Räder auf der rechten Seite weggefallen und stattdessen wurde hier so ein Schulterdisplay eingesetzt, das wir zum Beispiel von der GFX 100 oder auch in ähnlicher Form von der XH1 schon kennen. Das Wegfallen der zusätzlichen Räder und das Einsetzen des Schulterdisplays ist ein Kompromiss, den ich gerne eingehe. Meine Art, meine Kameras zu bedienen, hat sich über die letzten Jahre geändert. Während ich zu Beginn dieses Zeitwahlrad und das Belichtungskorrekturrad sehr viel verwendet habe, ist es heute doch meistens so, dass das Zeitrad auf Automatik steht und die Belichtungskorrektur auf C, damit ich vorne mit dem Rad die Belichtung steuern kann.
dadurch brauche ich die beiden Räder fast nie. Und bei meiner XT4 ist es genauso die meiste Zeit eingestellt. Ich glaube, bei meiner GFX habe ich fast noch nie die beiden Räder wirklich verwendet. Für mich ist das Schulterdisplay also was, wo ich was hinzubekommen habe und nicht unbedingt viel dafür hergeben musste. Ober- und im Schulterdisplay kann ich mir entweder alle wichtigen Informationen anzeigen lassen. Die Belichtungskorrektur, Zeit, ISO, Blende, Akkustand, verbleibende Bilder und. Alles findet hier oben seinen Platz, weil es auch wirklich ein großes Display ist. Ich kann es zwischen dem beleuchteten und unbeleuchteten Modus umschalten und auch wenn die Kamera aus ist, sehe ich die Informationen weiterhin. Ich kann aber auch das Display umschalten, zum Beispiel, dass ich die Räder sehen kann, die sonst eben hier auf der Oberseite sind. Und sobald ich dann hier an meinen Rädern drehe, verändert sich die Anzeige oben im Schulterdisplay entsprechend. Das wirklich coole Feature an diesem Display ist aber das Histogramm, das ich einschalten kann. Das ist wirklich eine Riesenhilfe, so ein großes Histogramm an der Kamera zur Verfügung zu haben, mit dem ich dann ganz genau checken kann, ist meine Belichtung da, wo ich sie auch tatsächlich haben möchte. Ich kann auf diesem Modusfahrrad also jetzt direkt 6 Custom Settings abrufen. Das ist eine tolle Sache und entspricht ziemlich genau dem, wie ich heute meine Kameras einsetze. Ich habe zwar auch verschiedene JPEG-Rezepte auf meinen Custom Settings gespeichert, tatsächlich ist es aber auch so, dass ich je nach Situation, in der ich bin, ein anderes Custom Setting auswähle. Bin ich zum Beispiel im Studio, mache ich einfach nur für mich Aufnahmen zu Hause, wo ich dann nur JPEG fotografiere, oder bin ich unterwegs mit dem Kunden und habe da meine 2 JPEG-Rezepte, die ich die meiste Zeit verwende und arbeite dann dort mit denen. Tatsächlich ist es so, dass ich noch viel mehr in diesen Custom Settings speichern könnte, an meiner XT4 zum Beispiel, aber bisher nicht kann. Bei der XS10 ist es möglich gemacht worden und in dem Video habe ich auch gesagt, ich würde mich freuen, wenn das Feature Einzug in die anderen Kameras erhält. Genau das ist hier passiert. Auf den 6 Custom Settings kann ich für mich 6 Einstellungen speichern, die mehr als nur die Bildqualitätseinstellung, also mehr als nur die JPEG-Rezepte sind. Das Button-Layout auf der Rückseite ist auch ein klein wenig anders geworden. Da bin ich noch unschlüssig, aber das kann auch einfach die Umgewöhnungsphase sein, da ich hier noch nicht mich 100% zurechtfinde. Ich habe auch, wie gesagt, noch nicht sehr viel Zeit mit der Kamera verbringen können. Eine gute Änderung, die sie durchgeführt haben, ist definitiv den Playback-Button auf die rechte Seite rüberzuholen, weil den brauche ich tatsächlich öfter mal. Sowas wie den Drive-Mode oder die Delete-Taste, die kann aber gerne links bleiben, die braucht man tatsächlich ja nicht so oft. Der neue Joystick ist interessant. Der ist ein bisschen anders als an der XT4 zum Beispiel oder an der GFX 50R. Bisher waren allen Fujifilm-Kameras, die hinten so einen Joystick hatten, der gleiche Joystick verbaut, meiner Meinung nach. Sprich, der hat sich überall gleich angefühlt. An der GFX 100S ist ein neuer Joystick verbaut. Mechanisch fühlt sich der ein klein wenig anders an. Er ist auch flacher geworden, dafür ist er größer geworden und wirkt jetzt ein bisschen griffiger. Ich tue mich mit der Umgewöhnung im Moment noch schwer. Ich glaube aber tatsächlich, dass mir der Joystick besser gefällt. Und als ich das erste Mal meine XT4 wieder in die Hand genommen habe, war zwar sofort das gewohnte Gefühl da. Ich muss aber zugeben, ich habe den Joystick dann schon ein klein wenig vermisst. Das S in GFX 100S steht vermutlich für Small. Ich glaube, es könnte aber auch genauso gut für Speed stehen. Wenn man von der GFX 50R oder 50S kommt, ist die GFX 100S ein riesen Schritt nach vorne, was Geschwindigkeit angeht. Das ist nicht unbedingt nur die Serienbildgeschwindigkeit. Mit 5 Bildern pro Sekunde ist es echt ordentlich, was die Kamera macht. Nochmal, wir reden hier über 100 Megapixel. Aber auch die Bedienung der Kamera, der Autofokus, die Kamera fühlt sich nicht an wie eine große Mittelformatkamera, sondern wie eine digitale Spiegelreflex. Alles an der Kamera ist snappy, schnell, es funktioniert, sie macht genau das, was ich von ihr möchte, ohne dass ich auf irgendwas warten muss. Der einzige Punkt, wo die Kamera ein wenig langsam wird, ist tatsächlich, wenn man dann die Bilder auf die Karte schreibt. Man merkt einfach, 200 MB pro RAW-Datei ist echt kein Spaß. Selbst die JPEGs kommen mit 60, 70 MB pro Stück raus. Ihr werdet also in neue Speicherkarten investieren müssen, wenn ihr euch eine GFX 100S kaufen wollt. Man muss auch dazu sagen, dass der Bildprozessor in der Kamera mit den 100 Megapixeln wirklich beschäftigt ist. Wenn man zum Beispiel den Clarity- oder Klarheitseffekt einschaltet und zusätzlich die Color Chrome-Effekte, dauert es 5 Sekunden lang, bis das Bild tatsächlich erstellt und gespeichert ist. Ich muss aber auch dazu sagen, das hier ist ein Vorserienmodell, das ich im Moment habe. Es kann also durchaus sein, dass solche Punkte sogar noch verbessert werden. Der elektronische Sucher an der GFX 100S ist ein anderer als an der GFX 100 oder an der GFX 50S. An den beiden Kameras ist es ein abnehmbarer Sucher, den ich austauschen konnte gegen einen, den ich auch nach oben klappen konnte. Ich finde das Feature zwar prinzipiell toll, von oben in den Sucher reinschauen zu können, gerade für Studioarbeiten, für Architekturarbeiten ist es wirklich eine tolle Sache, wenn ich einen Sucher habe, wo ich auch von oben reinblicken kann, aber genau die Features machen natürlich Kameras auch noch teurer und noch größer. Deswegen wurde bei der GFX 100S hierauf verzichtet. Der ist also fest verbaut, er hat aber auch eine geringere Auflösung als der GFX 100S und auch die Framerate ist nicht ganz so hoch.
Ich muss zugeben, für meine Zwecke ist der völlig ausreichend. Man kann jetzt über die Bildwiederholraten sich streiten, ob mehr, wie viel mehr noch wichtiger ist und noch besser ist. Für mich reicht das völlig aus, muss ich sagen. Interessant ist hier aber zu beachten, dass der Boost-Mode, den man für den elektronischen Sucher einschalten kann, auch Auswirkungen auf das Autofokus-System der GFX100S hat. Und da komme ich jetzt als nächstes dazu. Der Autofokus an der GFX100S ist phänomenal. Die Kamera fühlt sich nicht an wie eine Mittelformatkamera. Ich weiß, ich wiederhole mich mit der Aussage, aber es ist das, was mir als erstes jedes Mal einfällt, wenn ich es in die Hand nehme und irgendwas damit mache. Ich würde das Autofokus-System an der GFX100S so einschätzen, es bewegt sich ungefähr auf dem Niveau, wo die X-T3 war vor dem letzten Firmware-Update oder vielleicht sogar ein bisschen besser. Das Augentracking und die Gesichtserkennung ist vermutlich sogar auf dem Niveau, was eine X-T4 heute liefert. Man merkt sofort auch die Phasendetektion, die die Kamera jetzt hat. Dadurch entfällt das lästige Jagen, was zum Beispiel meine GFX 50R nach wie vor hat. Das Erkennen von Gesichtern, Augen und auch das Tracking von sich bewegenden Objekten funktioniert hervorragend mit der Kamera. Aber eine kleine Einschränkung gibt's. Die Objektive sind natürlich wesentlich größer und müssen wesentlich mehr Glas durch die Gegend schieben, als die Objektive, die an den X-Series-Kameras dran sind. Sprich, das sind die Objektive momentan tatsächlich der verlangsamende Punkt an der Kamera. Sprich, wenn ein Objekt sich schnell bewegt, die Kamera sieht es zwar sauber, wie es sich bewegt, trackt es auch ordentlich, es kann aber sein, dass das Objektiv einfach nicht hinterherkommt mit seiner eigenen Geschwindigkeit. Wir sind also ungefähr da, wo wir heute auch mit der X-Series-Kamera sind, wenn ganz alte Objektive angesetzt sind. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich auch da noch einiges verbessern wird in der nächsten Zeit mit neuen GFX-Objektiven und auch sicherlich mit der Firmware nochmal. Kommen wir abschließend noch zur Bildqualität an der Kamera. Megapixel sind wirklich phänomenal. Wer noch nie Bilder mit 100 Megapixeln gesehen hat, geht auf die Fujifilm Homepage und schaut euch die Beispielbilder an, die es von der Kamera gibt und zoomt mal ganz genau rein. Es ist unfassbar, wie viele Details sich damit erfassen lassen. Man muss aber auch dazu sagen, jede RAW-Datei hat 200 Megabyte, die JPEG-Dateien haben im Fein 70 Megabyte. Das ist also wirklich kein Spaß. Hier braucht man neue Speicherkarten, man wird einen neuen Rechner brauchen im Zweifelsfall, um die Bilder überhaupt bearbeiten zu können und viele, viele Festplatten, um die Sachen zu archivieren. Man muss sich also sehr bewusst, glaube ich, für eine GFX-Kamera mit so vielen Megapixeln entscheiden. Auch hat Fujifilm sein Versprechen eingelöst, dass die GFX-Objektive bis 100 Megapixel sauber auflösen. Alle Objektive, die ich bisher testen konnte, das 45er, das 110er, das 32-64 und das neue 50mm, haben hervorragende Ergebnisse geliefert. Ich habe überhaupt nichts an der Bildqualität hier auszusetzen. Das ist das Feinste, was ich jemals aus irgendeiner Kamera rausbekommen habe. Da ich leider im Moment ein bisschen zeitlich eingeschränkt bin, konnte ich aber die Nostalgic Neck Filmsimulation leider noch nicht testen. Ich hoffe, ich kann es im nächsten Video nachholen. Fujifilm hat mir schon zugesagt, ich bekomme die Kamera auf jeden Fall nochmal. Dann auch mit dem neuen GFX 80mm 1.7, worauf ich mich schon sehr freue. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, ein Abo und auf die kleine Glocke klickt. Dann sehen wir uns im nächsten Video.